Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Kirby Clash mit einem eher Testvideo, weil es gibt ja in diesem Spiel auch neben Apfeljuwelen und Items generell, gibt es ja auch Sticker. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es auch für Sticker, für spezielle Sticker gibt es auch Passwörter. Und ja, bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ist natürlich auch wieder japanisch, deswegen muss ich erst wieder gucken. Natürlich hier für neue Leute, hier auf die erste 50 stellen, sollte passen. Und ja, da muss ich natürlich gucken. Das Passwort selber sieht nicht so schwierig aus von den Zeichen her, weil da habe ich jetzt auch schon ein bisschen Übung drin. Problem ist halt nur, ja, ob es halt am Ende richtig eingeben wird, gell? So, das dürfte das erste Zeichen sein. Sind auf jeden Fall viele Minusstriche da drin, also macht das Ganze natürlich ein bisschen leichter, sage ich mal. Ja, genauer gucken. Und zwar ist es das Zeichen hier mit einem Kreis drin. Genau. Ist nämlich gerade bei diesen kleinen Schriftzeichen noch ein bisschen schwieriger, gerade diese kleinen Zeichen zu sehen. So, dann nochmal einen Minusstrich. Dann haben wir. Darf ich nicht in der Zeile verrutschen? Dieses Zeichen hier. Wieder ein Strich. Da, da, da. Dann haben wir dieses halbe K mit Strichen dran und kein Kreis, weil es sieht gerade, wenn es weiter weg sieht, sieht es halt gleich aus. Dann haben wir ein kleines R. So, einmal klein machen. Dann haben wir wieder diese Striche hier. Das nächste ist dieser Smiley mit nur einem Auge, wenn man den mit dem hier vergleicht hier. Und ja, das nächste ist dann diese komische 7, die halt bei dem auf dem PC sieht die anders aus als hier. Muss man immer drauf ein bisschen aufpassen. Dann wieder ein Strich. Alles klar. Da, 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 da. Und dann. Ja, das erste Zeichen aber mit noch extra Zeichen dran. Wo haben wir es denn nochmal? Das hier. Es dürften wieder kleine Striche sein. So, bin ich mal gespannt, was da passiert. Oh, nee, das ist. Krass. Es gibt also noch mehr geheime Passwörter, so in generell. Also ich ging ja davon aus, dass es vielleicht Sticker sind, aber. Ja, dann haben wir halt noch ein Passwort-Video, oder? Alles klar. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie lange es das hält, bin ich ganz ehrlich. Kann ich nicht sagen. Ich werde es vielleicht noch einblenden, wenn ich mich halt nochmal extra informiert habe, weil man muss jetzt sagen, ist halt die japanische Twitter-Seite. Was soll ich da ein großes Geheimnis draus machen? Und da ist es halt ein bisschen schwieriger, das rauszufiltern, was da was ist. Aber ja, wenn man hier jetzt. Ja. Wenn es noch mehr Passwörter gibt als auf der einen Seite, die ich vorher eigentlich betrachtet hatte, dann muss ich mal mir die Twitter-Seite genauer betrachten, gell? Aber ja, wie gesagt, ich werde es oben einblenden. Ich werde es auch in der Titelbeschreibung noch mit einfügen, wann dieses Passwort hier ausläuft. Weil, ja, man soll ja auch nicht das später eingeben und dann merken, dass es dann nicht mehr funktioniert. Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, hat das Ganze wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Super Kirby Clash Passwörter sehen wollt. Oder auch von meinen anderen Let's Plays oder von diesem Let's Play speziell. Und natürlich auch nicht vergessen, immer die Glocke zu läuten hier. Auch in-game und wie auch bei YouTube, damit ihr auch keine weiteren Folgen verpasst. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.